Hallo Leute, Matthew hier und wir machen weiter mit Half-Life 1 Opposing Force. Ja, nachdem wir letztens in diesen tollen Raum hier gegangen sind, ist der mal kurzerhand komplett explodiert. Und wir kommen natürlich nicht die Leiter hoch. Aber okay, was soll's. Wir wissen ungefähr, wo wir hinstellen müssen. Hier. Es wird nämlich jetzt alles mal kurzerhand kurz und klein gemacht. Eins müsste das jetzt gleich runterkommen. Oh, das kommt hier nach oben, sagt mir das doch. Nein! Danke, G-Man! Mach schnell die Tür zu. Das ist bestimmt der Zweck, oder? So, hätten wir nicht aufgepasst, wären wir da drinnen gestorben. Sehr unschöner Tod meines Erachtens. Also ich wäre da nicht gerne drin gestorben, aber okay. Ich habe Wasser. Ach ne. Da oben ist eine Heilstation, schön. Da oben liegt Munition drauf, an die wir mal wieder nicht rankommen. Und ich bin direkt ins Wasser gesprungen, ne? Super. Aber ganz ehrlich, wieso ging die Munition irgendwo hin, wo man nicht drankommt? Ich frag's einfach nicht. Ist bestimmt nur zu Deko-Zwecken. Da hinten ist auch Energie. Und da ist ein Doppelkopf. Da sind noch mehr von denen. Da waren ja drei von denen. Wo kamen die denn alle her? Okay, wir sollten mit voller Munition gegen die angetreten. Ist sowas? Was? So, das bist du rein. Und ich renne natürlich direkt in ihn rein, wieso auch nicht. Ist doch was weg. Haha, fuck. Was ich denn da hochkomme? Moment mal. Momentchen. So nicht.
geht ja auch nicht. Wie ist die leer? So. Danke, dass du nicht gesprungen bist. Sehr. Willst du mich jetzt freuen, dass du nicht springen kannst oder was? Geht doch. Ist jetzt kompliziert. Sag ich ja. Kompliziert. Und nochmal. Kompliziert. So. Aber wie kommen wir jetzt darüber? Bestimmt nicht von hier einfach mal so. Hopp. Könnte klappen. Muss ich aber wirklich gut springen. Also manche Sprünge sind wirklich für mich nicht nachvollziehbar. Ja, und jetzt? Du meinst doch nicht, dass ich da hinspringen soll, oder? Und ich meine, die Kiste hier komme ich auch nicht rauf, also bitte. Ganz ehrlich, ich habe keinen. Ich komme ja hier nicht mal die Kiste rauf. Da oben ist was drauf, was man gebrauchen könnte, aber man kommt nicht ran, weil man nicht so hoch springen kann. Wobei. Wie ging das? Ah. Dieser Supersprung, den gibt's doch noch. Dann habe ich ja fast vergessen, dass es dann noch so einen tollen Supersprung gibt. Bringt mir aber gerade nicht sehr viel, wenn ich darüber will. Muss man auch so doof timen hier irgendwie. In den anderen Teil war das irgendwie besser. Gut, lassen wir das mal. Wir müssen das jetzt irgendwie so verschieben, dass wir dann da. Ach, von wem verschieben wir lassen das einfach so, wie es ist. Lassen so, wie es ist, aber sterben trotzdem. Hey, warum auch nicht? Hey, warum auch nicht? Einfach ein neues. Was machst du? Boah, spring doch mal Danke. Geht doch. Danke. Da hinten kommen wir, glaube ich, nicht. Doch, kommen wir. Sehen wir die auch so, so sehen wir die sogar noch besser. Coole Sache.
Also ein Nachtsichtgerät, wow. Wo man durchaus die Lebensenergie sehen kann, wäre praktisch. Aber das war's für heute und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, Leute.